Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout 4. Wir werden jetzt mal zu diesem komischen Nick Valentine gehen. Piper, kommst du mit? Gut. Mal gucken, ob er uns da irgendwie weiterhelfen kann. Und was zur Hölle ist das? Ich muss echt fragen, wehrt sich denn überhaupt noch jemand? Das Institut muss doch Feinde haben, oder? Was? Meinst du die Railroad? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. Die gibt es gar nicht. Nee, ich habe das von einem Cousin gehört. Er kennt jemanden, der für die arbeitet. Die haben eine Parole und so weiter. Folge dem Freedom Trail. Was zur Hölle soll das denn heißen? Du redest nur Müll. Und wenn du so weitermachst, holen dich noch die Synths. Ja gut. Da haben wir gerade mal wieder eine neue Quest bekommen, oder was weiß ich. Hey, dich kenne ich doch. Wohnst du hier etwa? Ist das dein Stuhl hier? Ich frage mich, wo sich dieser Valentine aufhält. Und was wir hier für einen komischen Bunker haben. Dime City Radio. Naja, da will ich jetzt mal nicht reingehen. Einen weiteren Ladebalken möchte ich mir so kurzfristig nicht antun. Hi. Hallo. Lass stecken, Mann. Ich hab nichts gesehen, ich hab nichts gehört. Das ist eine sehr gesunde Einstellung. Mit der lebt man relativ lang. Wem von euch gehört die Matratze? Kann ich mich da mal kurz hinhauen? Hallöchen. Du nervst. Oh. Der ist so gemein zu mir. Finde ich gemein. Nee. Hey, bin gleich wieder da. Piper? Wo? Wo willst du hin? Entschuldigung, hast du kurz Zeit? Sag mal, bist du besorgt über die mögliche Infiltration der herrschenden Elite von Diamond City durch Synths? Ja, Piper, bin ich. Aber deine lausige Zeitung kaufe ich trotzdem nicht. Oh, also, danke. Oder so. Ja, nette Kunden hast du da. Also, du musst deine Akquise für die Kundenbeschaffung ein bisschen aggressiver gestalten. Jo. Legt ihm einfach mal eine Zeitung unter sein Kopfkissen. Dann liest er vielleicht das eine oder andere Artikelchen. Nee, das ist es. Du könntest da Beauty-Tipps reinschreiben. Dann weiß der ganz genau, wie er sich schminken muss. Und ab dann ist er toller, netter... Naja, ihr wisst schon was. Vergessen wir das Ganze wieder. Oha, da steht einer drauf. Was bist du denn für einer? Erzähl mir deine Geschichte. Achso, du bist der Bürgermeister. Ja, du interessierst mich nicht. Und was bist du hier? Verrichtest du hier Sklavenarbeit? Bei der Arbeit? Nicht die Farbe anfassen. What? Warum nicht? Was? Warum? Das ist die Mauer. Der große grüne Wächter, der die bösen Jungs draußen hält. Die Mauer hat noch keiner überwunden. Noch nie. Da können wir wenigstens dafür sorgen, dass sie schön aussieht. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Was gibt's da zu tun? Worum geht es? Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Und wo? Bei Hardware Town. Zerstörter Laden, nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Oh, da war ich ja schon. Zahlst du vielleicht mehr? Nur wenn du noch was drauflegst. Ein guter Samariter macht seine Arbeit ohne... 100 Kronkorken und keinen mehr. Diese Leute hier sind aber ja sehr geizig. In Hardware Town war ich bereits. Die Farbe habe ich auch, aber die habe ich in Sanctuary abgeliefert. Dementsprechend würde ich mal sagen, machen wir es. Farbe besorgen. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Keine Ursache. Oh, hocken wir uns mal hin und hören uns die Andacht mal an. Und Patrick McDonough. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen, nur weil die Presse sich hinterher Entschuldigungen einfallen lässt. Gott schütze diese Stadt. Hast du auch einen Drink für mich? Guck mich jetzt nicht so böse an, ich habe nur nach einem Drink gefragt. Und man erkennt jetzt wunderbar, dass das hier ein Stadion ist. Jo. Will er da den ganzen Tag rumstehen? Nö, der geht jetzt weg. Piper, was machen wir? Ach stimmt ja, wir wollten ja zu Nick Valentine. Ich sollte mich nicht länger mit solchen Sachen hier aufhalten. Wo wohnt dieser Nick?
Was ist denn das für ein Falschparker? Meine zweite Frage wäre... Hoppala. Ja, meine zweite Frage ist nicht hoppala, aber meine zweite Frage wäre... Wie haben die den Bus da hochgebracht? Gibt es hier irgendwo einen Kran oder so? Oh, ich möchte in die Kommentatorenkabine hoch. Kann ich das? Darf ich das? Will ich das? Ja, ich will es, aber... wo geht's hier rein? Kellogg's Haus. Oh, da gibt's Cornflakes. Dass ich das Schloss knacken kann. Na gut, dann besuchen wir halt keine Cornflakes. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Hier runter. Vielleicht können wir ein bisschen entlang der Mauer gehen. Jo, wir können. Die Mauer scheint aber nicht besonders dicht zu sein. Ach ja, stimmt. Ich wollte zum Valentine. Jetzt habe ich mich schon wieder von 100.000 Sachen ablenken lassen. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich kann nicht anders. Oha, wo geht's denn hier lang? Oh. Zur schnellen, effektiven Heilung deiner Gesundheit und verletzter Körperteile geht nichts über ein Stimpack. Oh ja, da stimme ich bei. Ah, ich bin ja schon gesessen. Ich hätte mich da einfach mal eine Stunde ausruhen sollen oder so, dann wäre ich wieder fit, aber nö. Der Typ hat mich so voll gelabert, dass ich komplett aus dem Konzept gekommen bin. Wenn du einen Nahkampfangriff aktiv blockst, kann der Angreifer zurückgeworfen werden, sodass sein Angriff keinen Schaden verursacht. Guter Tipp. Nächster Tipp, bitte. Ah, ich verstehe, ich bin ja hier wieder. Geh rein. Ich bin doch gerade rausgekommen. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe gerade viel zu tun. Ja, du bist unhöflich. Ah, ich muss nochmal zu diesem Nick. Piper, komm mit. Bei Fuß. Ach, sie ist genauso wie mein Hündchen. Die geht einfach ihren eigenen Weg. Oder wollte die gerade mit diesem komischen Danny da reden? Ich weiß es nicht. Interessiert mich gerade auch nicht. Ich muss zu Nick. Und ich möchte in die Kommentatorenkabine. Aufgrund seiner Größe erzeugt der Wachbord eine erhebliche Menge an Wärme. Für jede von dir gesammelte Ausgabe... Das war ja ein sehr aufschlussreicher Text. Ich habe zu viel zu tun, um jetzt zu reden. Ja, ja, ist gut. So, Nick, wo wohnst du? Hey, über dich stand was in der Zeitung, oder? What? Du bist 200 Jahre alt. Aha. Dafür siehst du aber noch ziemlich gut aus, was? Tja, gewusst wie, ne? Ich empfehle dir einfach eine Schockfrostbehandlung, dann siehst du auch so gut aus in 200 Jahren. Garantiert. So, und jetzt nochmal Richtung Nick. Warum nur ein gewöhnliches Stück Holz kaufen? Ein Schlagholz ist ein handgefertigtes Stück aus echtem Hickory. Valentine, Detektiv Agency. Wir haben Handfeuerwaffen, Gewehre und Munition. Achso, der Schalter da drinnen. Ich dachte schon, da müsste ich mir vielleicht mal das Angebot angucken, aber nö, kein Interesse. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Bitte was? Hallo, seine junge Dame? Krawatten. Oh, Nick. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Wieso das denn? Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Du verstehst nicht. Unser Detektiv, er ist weg. Verschwunden. Nick ist verschwunden? In was ist er da nur wieder reingeraten? Gibt es irgendwelche Hinweise? Hast du vielleicht eine Idee, wie ich ihn finden kann? Er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist. Aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Ein Vault. Interessant. Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug, aber mit Maschinengewehr. Da kann ich vielleicht was tun. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Naja, machen wir. Piper, was hältst du davon? Ach, hier ist die Tür. Wir können uns ja trotzdem mal hier umgucken.
Fusionszellen. Ja, ja, so ist das. Sommerkleidung. Ob die das mitbekommen, dass ich ihren Stimpack klaue? Naja, fangen wir damit gar nicht erst an. Weil hier gibt es ja auch Karma und so. Na dann gehen wir mal zum Nick. Beziehungsweise zu diesem Skinny Malone. Und fragen mal, was mit Nick passiert ist. Vielleicht kann er uns ja mehr dazu sagen. Wäre ja schon reich. Besorgt ihr die neueste Ausgabe der Public Occurrence? Piper, hast du eine Zeitung für mich? Oh. Moment, Public. Die hab ich doch schon, oder? Inventar. Diverses. Public. Wo ist diese Zeitung? Ich habe doch ein gratis Exemplar bekommen. Wo ist synthetische Wahrheit? Stand das vielleicht da drin? Ja gut, das habe ich ja schon 500 Mal durchgelesen. Piper? Hey. Sag einfach Bescheid. Piper. Ein Kronkorken für deine Gedanken. Was meinst du? Man ist selten beliebt, wenn man das Richtige tut. Aber ich könnte sonst nicht mehr in den Spiegel schauen. Aha. Hast du eine andere Meinung? Was meinst du? Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Ja, da gibt es eigentlich reichlich zu tun. Oh, nichts. Sicher. Gut, dann schauen wir nochmal zu Ned. Ja, ich bewege mich jetzt mal ein bisschen schneller, damit wir ein bisschen Zeit einsparen. Oh, das ist... Du solltest die Zeitung lesen, Mister. Glaub mir. Ey, was steht denn drin? Hey, Ned. Hey, du. Das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Ja, danke schön. Blick aus der World. 1, 2, 3 Teile? Soll ich das jetzt ernsthaft lesen? Nun gut. Blick aus dem Wall, Teil 1 von Piper Wright. Immer wenn ich einen Spaziergang durch Time City mache, sehe ich viele Dinge, für die ich dankbar sei. Ah, die haben das ausgesplittet, damit es leichter zu lesen ist. Finde ich gut. Naja, vielleicht reicht das jetzt, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine große Lust, das alles zu lesen. Und? Hey. Hm? Hey, Piper. Hast du mir was zu sagen? Meinung? Was meinst du? Mir ist eine hässliche Wahrheit lieber als eine süße Lüge. Hast du noch eine andere was Meinung? Was meinst du? Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Nun gut. Oh, nichts. Sicher. Pass auf dich auf. Das Institut könnte direkt hinter dir lauern. Das hoffe ich doch. Da kann ich sie platt machen, verstehst du? Nee, komm schon. Was sind jetzt meine weiteren Missionen? Simon Valentine. Finde Nick Valentine. Gut, dazu müssen wir anscheinend aus Dime City erstmal raus. Hui. Zum Glück hören wir bereits den Ausgang. Du willst einen Gegner an der Flucht ändern? Ziele auf seine Beine. Faszinierend. Die Beine kann man leider nicht so leicht wegschießen, wie man es mit den Armen von den Ghoulen machen kann. Die kannst du ja fachgerecht zerschnibbeln. In militärischen Kontrollpunkten aus der Vorkriegszeit Commonwealth findest du häufig Fusionskerne. Gut zu wissen, danke für den Hinweis. Wenn ich genug Fusionskerne zusammengesammelt habe, dann kann ich endlich mal ein bisschen mehr mit der Power Armor spielen und das wäre ja auch nicht verkehrt. So, schauen wir mal auf die Karte. Darüber muss ich. Nun gut. Wie ein Stadion wirkt es von hier aus nicht. Von innen wirkt der Ort viel größer als von außen. Hallo, Herr Augenbot. Böser Augenbot redet nicht mit mir.
Na, dann gehen wir erstmal links durch die Gasse oder rechts hier durch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gönne ich mir erst einmal eine Kleinigkeit, wie zum Beispiel wo ist mein Köter? Hier. Eine Köterkeule. Da kann ich mir noch eine Kleinigkeit gönnen. Finde ich gut. Kaugummi, dann bekomme ich wieder einen Red drauf. Ein Leguan um Stiel. Lecker. Naja, gehen wir hier entlang. Die Gasse hat mir nicht sonderlich gefallen. Piper? Ach, da bist du ja. Versuch doch bitte an mir dran zu bleiben. Das wäre jetzt schon mal sehr hilfreich. Ein Glück, dass wir hier draußen schon ein bisschen gewütet haben. Das hilft uns ein... Was war das? Oh, ich habe daneben geschossen. Wie hat es mich genannt? Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Tja, bitte nenn mich nie wieder Blue. Werf mal eine Handgranate rüber, ne? Nun gut, vielleicht können wir da irgendwas snipen. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir. Das war jetzt aber nicht deine Granate, oder? Oder dein Molly? Leute, hört doch mal auf damit. Granaten werfen kann ich nämlich auch. Das war ein Kill. Oh oh. Piper, pass da bitte Obacht. Das war euer letzter Fehler. Ach, der schießt ja auf mich. Hätten sich lieber verziehen sollen. Piper, ich dachte, du hast mich angegriffen. Sorry, ich hätte jetzt beinahe abgeknallt. Oha! Wow! Wo kam der denn her? Oh, mein neues Gewehr gefällt mir. Verdammt, hab die Spur verloren. Das war's dann wohl. Wow, also die Waffe gefällt mir wirklich. Oh, Stimpak. Deine Schrotflinte kannst du behalten. Patronen und ein Molly. Und sonst nur Müll. Muss ich da rein? Ich glaube eher nicht. Aber ich komme da runter. Messpark Osttunnel. Fusionszellen und Schrotpatronen. 10mm Patronen, immer her damit. Munition ist für mich das A und O. Au! Und konnte ich dich nicht treffen? Nee, wow, so nicht. Da oben habe ich doch einen abgeknallt, oder? Nee, der liegt da. So ein Stimpak würde ich mir gerne holen. Die Munition, die hier überall rumliegt. Ansonsten scheint hier nicht mehr rumzuliegen. Dementsprechend gehen wir hier mal wieder runter. Und auf der anderen Seite wieder hoch. Ey, yo. Ich könnte mich mal vielleicht für ein Stündchen hinlegen. Das sollte definitiv nicht schaden. Und ich würde sagen, meine Freunde, ich mache jetzt mal Schluss und in der nächsten Folge suchen wir dann diesen Nick und befragen den ein bisschen mal. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.